Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Hardcore Edition. Ich bin immer noch im Livestream, wir sind jetzt hier in Folge 2 und letzte Folge haben wir hier unser, ja, unfertiges, halbes, aber nützliches Haus gebaut. Na, das ist ein Creeper, hier habe ich gerade irgendwas langlaufen sehen. Wir sind ja in der Hardcore Edition, das heißt, wenn wir sterben, dann sind wir komplett tot, dann ist die Welt weg und eine neue Staffel fängt an. So, ich werde jetzt hier erst einmal mehr Seile holen. Mehr Strings. Ich werde aber nicht in die Nähe der Hexe kommen. Könnte mich unser Tod bedeuten. Und das ist nicht gut. Ich könnte ja, warte mal. 1, 2, 3. Nein, Creeper. Der hängt da irgendwie fest, habe ich das Gefühl. Oh, Spinne muss ich anlocken. Hey, Spinne. Komm her. Da. Ich brauche deine Strings. Oh, 3 Stück, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, es wird Tag. Ach, es waren nur 2. Ich habe die Strings dann dabei. Gut, brauchen wir noch. Ob wir jetzt noch eine Spinne finden? Ich weiß es nicht. Bei diesem Gras muss man echt aufpassen, dass man die Creeper nicht übersieht. Kann nämlich schnell passieren. So. Da hinten haben wir einen sich extrem schnell drehenden Zombie gehabt. Na Kollege, wo willst du denn hin, ne? So. Da ist der erste tot. Da ist der zweite tot. Spinne, 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 Spinne. Da. Strings bitte. Wie, keine Strings? Dafür müssen die Kühe jetzt hier sterben. Ich brauche das Leder, um wenigstens ein bisschen Rüstung zu haben. Um gegen Skelette und so kämpfen zu können. Die respawnen ja hier eh, aber trotzdem. So, einen Helm hätte ich schon fast. Obwohl, nee, Schuhe hätte ich fast. Jetzt hätte ich einen Helm. Können wir also schon entweder Schuhe oder einen Helm machen. So. Da hinten haben wir Zuckerrohr. Werden wir auch noch brauchen. Da hinten sind noch Kühe, das ist sehr gut. Und das Fleisch, das ist so mega gut. Haben wir nämlich mal zu essen dann. Hallo? Ah. Schweine müssten auch noch Leder geben. Weil Pferde geben Leder, Kühe geben Leder. Müssen doch Schweine eigentlich auch. Ja, tolle Hitbox, sieht man. Und das Kackschweine kann einfach weglaufen. Da oben ist noch eine Kuh, die lasse ich eventuell sogar mal. Ich nehme noch so ein paar Schweine mit. Okay, wie viel Leder haben wir denn? 7. Das heißt, ich könnte mir schon Brustpanzer machen. Ach du Scheiße, da will ich nicht runterfallen. Stell dir vor, ich will es einfach nur so gucken, falle runter und bin tot. Nein, erste Staffel vorbei. Und das sagt in der 2. Folge. Das wäre ja uncool. Ja, richtig uncool. So. 9 Leder. Hier oben die Kuh, das war die, ne, die ich gerade umgebracht habe. Tja, schade, schade. Hat es doch nicht überlebt. Ich renne die ganze Zeit, jetzt kann ich eh nicht mehr rennen. Sollte ich mir auch mal Pilze holen? Kann ich mir eine Pilzsuppe machen? Die bringt ja auch ein bisschen was. Aber ich sollte mir unbedingt merken, wo mein Zuhause ist. Deswegen muss ich irgendwie in Höhlen oder so. Obwohl, nee, ich mach meinen alten Tag. Und den Tag, den darf ich ja wohl anwenden. Mal folgendes. Screenshot von den Koordinaten machen. Und falls er nicht mehr zurückfindet, einfach zu den Koordinaten laufen. Das ist so der beste Tag, den ich kenne, um wieder zurückzukommen. Hier ist auch ganz viel Essen, das ist sehr gut. Kommen die Kühe und die hässliche Kuh und die Schweine, die lasse ich jetzt einfach mal dort.
Dann holen wir jetzt noch mal ganz kurz Stein. Dann kann ich mir nämlich einen Ofen machen und schon mal Essen braten. Wäre ja wichtig. Aber mal hier reinbauen. Ist ja egal. Wir können ja auch nach unten bauen, schon mal so höhlenmäßig. Wo jetzt sind wir ja wieder hier drin. Das hat sich ja voll gelohnt. Nehmen wir so ein bisschen Stein mit. Am Anfang dauert das Ganze halt noch so ein bisschen. Ich habe schon wieder einen Timer nicht angemacht. Ich bin so doof. Dann werden die Folgen halt ein bisschen Überlänge, aber was soll's. Ich glaube, dass diese Folge schon wieder fast um ist, kann das sein? Obwohl, machen wir halt mal ein bisschen Überlänge, indem ich jetzt hier den Timer bis auf 10 Minuten circa mache und dann Folgenende. Das heißt, ab jetzt noch so, ja, 9 Minuten 30 Sekunden. Steinerbau mit einer Holzspitzhacke ist übrigens total toll. Gut, wenn man Effizienz drauf hat, dann geht das schnell. Und Unbreaking. Das bekommt man ja hier recht oft. Okay, nee, früher hat man das recht oft bekommen. Durch random Dinger, das war ja bei Holz immer am höchsten. Jetzt ist es halt, durch Lapis Lazuli ist es jetzt halt random, also richtig random. Wenn du halt zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, nein, aua, das war schlecht. Wenn du zum Beispiel dein Schwert dort reintust und Lapis Lazuli, sagen wir mal, 3 Stück auf Level 13 enchanten willst und du kriegst dafür Unbreaking 2 auf das Schwert und Sharpness 3. Und wenn du es wieder raustust, weil du was anderes haben willst, kommt das immer wieder. Also das habe ich bis jetzt auf dem Server gehabt. Ich weiß nicht, ob das vom Server aus so war, aber ich denke mal eher nicht. So, haben wir jetzt einen Ofen. Kommt hier hin. Habe ich denn noch Holzstämme? Ich muss eh neue holen. Dann tue ich die mal hier oben rein. Verfeuer mal hier die restlichen Planken. Und die Birken-Saplings auch. So, jetzt kann der Baum hier auch weg. Der stört irgendwie. So, da haben wir ja schon mal eine kleine Fläche. Was ich jetzt aber noch in dieser Folge auf jeden Fall machen wollte, ist, ich brauche mal 2 Sticks. So, zack. Und zack. So, eine Hoe. Und ich kann mir einfach schon mal, dass wir eine Rüstung haben, Ledertunika machen. So. Machen wir das restliche Leder jetzt hier rein. So wie das andere auch. Ach, guck mal. Zack, zack. So, und jetzt wollte ich nämlich hiermit hier so ein Feld machen. Passt nämlich ganz gut hier. Einmal so um das Haus. Also jetzt nur hier an der Wasserseite. So. Dann hole ich mal kurz die Weizensachen. Ich höre Zombies. 13 nur? Ich dachte, oh, ich hätte da 33 gelesen. Egal. Ist nicht schlimm. Mache ich erstmal hier so hin. Dann dürfte es auch schon weg sein. Ja. Eins noch. Zack. So. Gut. Nehmen wir wieder. So, kann ich hier auch schon mal hinpflanzen für den nächsten Baum. So. Fleisch. Und ja, dann könnte ich ja mit den Dacharbeiten eigentlich weitermachen. Ich brauche nur wieder Holz. Da haben wir hier was. Zack. Zack. Komme ich da hinten hin? Mist. Das war nicht so geplant. Vielleicht schaffe ich es ja. Alle so. Ah, perfekt. Und hier, zack. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier. Und die restlichen. Ja, können wir mal so machen. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir erstmal neues Holz.
Hole mir neue Sounds. Und zwar von hier. Nehmen wir mal die Bäume hier. Kann ja alles nachpflanzen, das ist ja scheißegal. Da mache ich mir hier so. Oh, ich habe jetzt gerade schon voll die Vorstellung, wie ich das hier machen will. Das Haus, das wird eh noch ausgebaut. Ich kann das ja so bauen, aber immer wieder so Teile dran bauen, wisst ihr? Das ist doch voll geil. So, waren wieder nur 9. Allerdings habe ich das hier schon mal für die und die Seite. Oh, die glaube ich auch. Sind ja nur 4. Ja, geil. Okay. Dann brauche ich wieder neues Holz. Ein Apfel. Ja, sehr gut. Dann fangen wir schon mal nicht. So. Also dann geht der Hunger nicht weiter runter. Und dann nehmen wir mal den Baum hier. Gut, da ist irgendwas ins Wasser gefallen oder ist es wieder so ein komisches Ding? Diese Tintenfische. Da. Das Fleisch müsste jetzt auch soweit schon mal fertig sein, dass man. Ja, das ist aber fast ganz fertig. So, tue ich erstmal hier rein. Und dann bauen wir hier oben schon mal zu. Dann kriegen wir auch schon mal keinen Besuch von Spinnen. Hier habe ich kein Holz mehr drin. So, weitere Zäune. Kommt jetzt hier noch mit rein. So. Hier wollte ich eine Leiter hochmachen. Kann ich ja auch. Obwohl, ja, nee, Spinnen können ja nicht durch ein Einerloch durch. Ja. Das wäre dann auch schon mal geschafft. Durch das hier erstmal ein. Das hässliche Essen. Wenn wir die Kohle hier nicht verbrauchen, kann ich ja schon mal das da rein tun. Komm, ich nehme mal so 3 mit. Obwohl, nee, 4. Nehmen wir mal 4 mit. Und dann wird auch schon wieder dunkel, ernsthaft. Ah, ich kann ja die Birkenbäume auch zu dieser Charcoal machen. Okay, mein Handy hat sich gerade gemeldet, dass nur noch 5% Akku übrig ist. Das ist natürlich doof. Ich werde gleich mal ganz kurz mein Aufladekabel holen, wenn diese Folge jetzt zu Ende ist. Was ja auch schon recht bald ist. Und dann werde ich einfach hinter mir, in meinem D-LAN-Stecker habe ich ja auch nochmal eine Steckdose und da werde ich dann einfach mein Handy darüber aufladen. Ich hoffe, dass das Kabel ja nicht allzu sehr nervt. So, kann ich wieder 11K-Kohle machen. Charcoal. Oder Holzkohle, wie man das nennt. So, ach, das ist ja perfekt, dass ja gleich schon das Fleisch fertig ist. Zack, das nächste kommt da rein. Und dann kann ich, obwohl 1 reicht ja für 8. Dann nehme ich mir mal 1 raus, um schon mal 4 Fackeln zu machen. Zack, zack, 4 Fackeln. Kann mal eine hier rein. Verteile ich mal so ein bisschen hier nach außen. So und so. Spinne, komm. Da. Strings, sehr gut. Auch wieder 1, okay. Dann hätten wir ja schon mal unsere erste Wolle fertig. Damit, wenn ich dann 3 Stück von ihr habe, kann ich mir ein Bett machen und immer die Nacht überspringen. Das ist eigentlich total praktisch. So, was läuft da draußen? Nix, da schwimmen nur die Tintenfische. So, hier haben wir wieder Charcoal. Perfekt. Können wir hier so. Obwohl. Das reicht ja, ne? Dann kann ich hier 4 Stück reinmachen.
Kann ich die Kalkulator reintun? Und ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon mal wieder von der zweiten Folge von Minecraft Hardcore Edition. Ich weiß nicht, wie lange wir hier aushalten werden. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei der Hardcore Edition in Folge 3, Staffel 1. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann liked mich, meine Videos und so weiter und so fort. Abonnieren nicht vergessen und so weiter. Sage ich eigentlich nie, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!